So, wir kommen zu einem neuen Video und wir fangen es heute einfach mal ein bisschen schöner an, denn die Corona-Updates machen wir gleich. Aber ich war gestern ein bisschen spazieren, was ich jetzt jeden Tag tue, solange es noch geht natürlich, mit meiner Tochter und meiner Mom. Meine Frau musste gestern noch arbeiten, die ist mittlerweile jetzt auch, ihr Betrieb hat auch zugemacht, bis auf Weiteres. Also da werden wir jetzt alles hören, sehen, wie das ist in den nächsten Wochen. Aber sie ist erstmal auch zu Hause und macht mich natürlich sehr glücklich, dadurch, dass sie jetzt einfach sicherer ist. Ja. Also von dem Aspekt her sind wir sehr froh. Das Ganze mit dem Geld, das sehen wir alles später. So, auf jeden Fall war ich gestern unterwegs und habe meine Drohne mitgenommen. Habe nämlich noch zwei. Ich hatte vier insgesamt, die alten, die habe ich jetzt verkauft. Die eine wartet noch darauf, dass sie verschickt werden kann. Also ich warte auf den Geldeingang. Aber ich habe noch eine Spark, falls ihr einer kaufen möchte, sagt Bescheid, oder wenn ihr in Schweiz seid, ich packe es auf Tutti oder sowas, nicht Tutti, auf Ricardo, das ist so ein Ebay aus der Schweiz, muss ich jetzt die Tage noch machen. Und ich habe halt meine, ich weiß nicht, ob ihr es seht, Mavic, nee, seht ihr nicht, Mavic 2 Zoom, und mit der bin ich gestern ein bisschen geflogen, weil das Wetter wirklich schön war, heute Morgen auch, wir haben es so um die 14 Grad, also es gibt auch was Positives im Moment, nicht nur Toilettenpapier-Mafia, Desinfektionsmafia und was ich was alles und nichts mehr zum Einkaufen. Also habe ich mir gedacht, ich nehme das mal für euch auf. Die Landschaft, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist ein kleiner, ganz schneller Flug, den ich gemacht habe. Ich bin, glaube ich, auf 60 oder 70 Meter hochgeflogen und habe einfach mal die Jungfrau, die Berge hier abgefilmt, aus Interlaken Richtung Jungfrau, also die Alpen in der Schweiz. Viel Spaß. Ich habe jetzt hoffentlich irgendeine schöne Musik als Hintergrund gefunden. Das ist ungefähr ein bisschen mehr als eine Minute. Und ich wollte einfach mal was Schönes für euch zeigen und danach geht es dann mit dem eigentlichen Video weiter. Oder fängt dann das eigentliche Video an. Einkommen kaufen, die Sparpläne, die ausgeführt worden sind am 15. oder vom 15. März. Also viel Spaß und könnt auch gleich Daumen hoch da lassen, wenn euch gefallen wird. Und ein Abo könnt ihr auch gleich da lassen. Also bis gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sowas haben möchtet, dann sagt bitte Bescheid, dann gehe ich auch, solange ich noch raus kann, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann wir eventuell eine Ausgangssperre bekommen, dann sagt Bescheid. Aber wir springen jetzt erstmal kurz Corona-Update. Wir gehen erstmal aufs Gestrige. Ich schaue mal, ob ich es schnell aufrufen kann. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Das gemacht, genau hier. So. Das ist der Screenshot von gestern. Ihr seht es, waren 174.151 und wir waren, ihr seht es hier, Italien 24.700, Spanien 9.200, Deutschland 6.500, Frankreich 5.400, USA 3.800, Schweiz 2.221. So, dann springen wir mal direkt, nein, nicht da rein, sondern, wo haben wir es denn? Springen wir hier zum Live-Update und das sehen wir dann hier. Ja, machen wir doch mal bitte ein bisschen bessere Auflösung. Das kann ich ja meinen Zuschauern nicht anbieten. Also. Und ihr seht, wir sind jetzt bei Italien, sind wir bei fast 28.000, Iran 16.000, Spanien 11.300, also über 2.000 mehr. Deutschland 8.750, sind über 2.400 mehr, glaube ich. Frankreich 6.664, 1.000 mehr. USA 5.243, Schweiz 2.677, ist auch extrem hoch. Und wir haben extrem viele Tote für die Größe des Landes und der Population. Wir haben schon 27 Tote und
Das ist sehr, sehr viel für ein kleines Land. Ja? UK bei fast 2000, Niederlande bei 1700, Norwegen 1100, Austria, also Österreich 1300. Insgesamt 190.000. Wenn wir nochmal zurückgehen aufs gestrige, wo habe ich es denn jetzt? Verdammt nochmal. Waren wir bei 174.000, wir haben 16.000 mehr. So, genug von dem ganzen Zeug raus und wir gehen jetzt hier rein. Einmal groß und es geht um die Einkäufe, die Sparpläne wurden ausgeführt. Und eines vorweg, ich hatte eigentlich Gazprom drin gehabt, aber irgendwie hat mir der Depp das nicht geholt. Ob es jetzt positiv oder negativ sein wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, letzte Sparplanausführung am 1. war es ja doppelt gewesen, Gazprom bei der Consorsbank. Das war irgendein Fehler, Glitch oder was auch immer. Wurde dann zurückerstattet, bin ich eigentlich jetzt froh drüber. Wollte jetzt eigentlich genau diese Summe, diese 150 Euro jetzt als Sparplan ausführen, hatte auch auf den 15. eingestellt gehabt, aber es hat nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es zu spät gewesen, dass die Änderung oder sowas. Jetzt muss ich wieder auf den 1. warten. Und wie die Kurse aussehen, wird es vielleicht niedriger sein. Ich hoffe es doch mal, damit sich das Warten gelohnt hat. Aber wir gehen Titel bei Titel durch. Ihr seht, ich habe jetzt noch eingefügt die Preise vom letzten Monat, damit wir vergleichen können, wie viel mehr wir jetzt haben im Vergleich zum letzten Sparplanausführung. Das ist jetzt nämlich der 1., das ist der 7. hier, da 1. und da 15. So. Aber kann ich jetzt nicht machen, sonst geht das natürlich nicht mit den Vorgaben, die ich gemacht habe hier. Also, erstes war Coca-Cola, knapp 25 Euro, ihr seht, kann ja selber lesen, habe ich 0,612 Anteile bekommen und soll mir dann, soweit die Dividende nicht gekürzt werden sollte, das alles jetzt steht in den Sternen natürlich, im Vergleich zum letzten Monat, wo ich 0,443 Anteile für dasselbe Geld bekommen habe und bringt mir 86 Cent Dividende im Vergleich zu 55 Cent, die ich noch vor einem Monat bekommen habe fürs gleiche Geld. Dividendenrendite im Moment 3,43 für diesen Kauf. So, weiter geht's. Johnson & Johnson 24,94, 0,214 Anteile. Letzten Monat hatte ich noch 0,176 Anteile. Jetzt würde ich dafür 70 Cent bekommen. Letzten Monat habe ich nur 58 für den Kauf bekommen. Dann McDonald's, 24,93, 0,172 Anteile, 71 Cent Dividende. Letzten Monat waren es 0,122 und nur 50 Cent Dividende, also 21 Cent Dividende mehr. Und ich habe nichts verändert. Ja? Das ist einfach nur dadurch, welche Preise runtergegangen sind. Weiter geht's. Procter & Gamble, 24,92, 1 Cent mehr bezahlt als letzten Monat, 0,243 Anteile, 65 Cent Dividenden. Letzten Monat hatte ich 0,211 Anteile. Da seht ihr, Procter & Gamble ist nicht so krass runtergekommen. Waren 57 Cent, immerhin 8 Cent mehr. Ja. Dann British American Tobacco, 25 Euro, 0,8648 Anteile, 2,11 Euro Dividende sollte das bringen, oder vorausgesetzt, es passt alles. Letzten Monat auch 25 Euro, hatte ich 0,609 Anteile und 1,49. Da macht es schon einen Riesenunterschied, weil hier habe ich 51 plus 62 Cent mehr Dividende, die es reinbringen sollte. Dann Omega Healthcare habe ich hier den Sparplan einmal erhöht. Ja, ich habe hier 75 Euro, also habe ich das dreifache gemacht. Habe 3,806 Anteile, soll mir 9,17 Euro bringen. Letztes Mal hatte ich nur 25 Euro investiert. Das war sogar die erste Ausführung von Omega Healthcare gewesen. Da hatte ich nur 0,593 Anteile und 1,43 Euro. So, jetzt wenn wir jetzt hier 75 durch 3 wären 25 und 3,9, dann wären es ja 1,3 Anteile. Und letzten Monat hatte ich nur 0,59. Das ist fast das zweieinhalbfache. Ja. So, ihr seht hier, das updatet sich automatisch immer. Ihr seht die Rendite für diesen Batzen oder für die Sparplanausführung oder für den Kauf. Hier war ja ein Einmalkäufer gewesen. Und dann unten habe ich total für den Monat. Ja. Und dann gab es noch einen extra Sparplan. Den habe ich dann nochmal reingesetzt, weil, ihr werdet es verstehen, wenn ihr es seht, Disney. Habe ich nochmal 100 Euro reingemacht, weil ich habe sozusagen die letzten 3 oder 4 Monate, wo ich ausgesetzt habe, Disney jetzt nach einmal nachgeholt. Aber natürlich zu einem ganz, ganz anderen Kurs, zu einem viel besseren Kurs. 100 Euro habe ich 1,145 Anteile bekommen. Das sind irgendwas um die 85 Euro hat er, glaube ich, gekauft. Bringt nur 1,80 Euro Dividende, weil Disney zahlt dann nicht so viel Dividende. Ihr seht, 1,8% im Moment für diesen Kauf. Und alles summa summarum habe ich am 15. Ausführung oder die Sparpläne vom 15. März 2020 waren 299,76 Euro und wird mir hoffentlich 16 Euro Dividende einbringen, was einer Rendite von 5,34% entsprechen wird. Oder ich habe mein Geld in 18,73 Jahren wieder. Ja, so ungefähr.
Bisher ausgegeben in diesem Monat habe ich 3.741,65 €, was eine Rendite von 214,16 € bringen sollte oder eine Dividendenrendite von 5,72%. Vorausgesetzt, wie gesagt, habe ich schon mehrfach gesagt, dass die Dividende so bleibt. Ja. Es werden noch zwei Sparpläne ausgeführt am 23. Das sind die ETFs. Ich hatte ja vorher 4 ETFs, die ich bespart habe. Ich habe mehr ETFs im Portfolio. Ich habe 6, glaube ich, ETFs im Portfolio. Davon bespare ich aber im Moment jetzt nur noch 2. Letzten Monat waren es noch 4. Ich hatte den MSCI World, Emerging Market Pacific und S&P 500 von Luxor. Und davon sind jetzt geblieben noch der Pacific und S&P 500, weil die haben keine Gebühren bei der Comdirect im Moment. Das heißt, wenn ich da 25 € investiere, zahle ich 25 € und es sind keine Gebühren drin. Ja? Also ich kaufe für wirklich 25 €, nicht für 24,63 €, wo irgendwie 37 Cent Gebühren, also 1,5% dabei sind. Das ist der einzige Grund. Ja? Ob das jetzt schlau ist oder nicht, weil MSCI natürlich ist auch runtergegangen, alle Aktien runtergegangen, wäre vielleicht schlau, wenn man das weitermachen würde. Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, vielleicht ändere ich das ja nochmal. Beziehungsweise ich habe ja noch bis zum 23. jetzt, heute ist der 17., habe ich noch ein paar Tage, also ich glaube bis zum 20. muss ich mir entschieden haben oder vor dem Wochenende, damit die Comdirect das wieder abzieht. Mal schauen, vielleicht packe ich es wieder rein, aber eher nicht. Da bleiben halt wie gesagt der Pacific und der S&P 500 mit je 25 € und dann wäre der Monat sozusagen durch von den Käufen bisher. Wir gehen mal, ihr seht, wir schauen uns kurz das Diagramm an. Und obwohl wir nachkaufen, gehen wir immer weiter runter. Ja? Das kann man nicht verhindern. Ihr seht hier, Höhepunkt waren am 19.12. fast 29.000 €, 28.935. Und trotz der Käufe, ihr seht es immer so ein bisschen hoch, sind wir jetzt angekommen bei 18.361. Das ist ganz schön krass. Hier sind jetzt aber alle Sachen mit drin, das wird das gesamte mit den Edelmetallen. Also 18,3 versus 28,9 sind ja 10.600 € im Moment. Ja. Aber gut, wenn wir auf die Bestände schauen, sind wir jetzt so aufgestellt. Aber bevor wir uns das anschauen, habe ich noch eine kleine Compilation gemacht. Ich glaube von 31.12. Lass es einmal jetzt kurz durchlaufen mit so ein bisschen Büllebüll, mit ein bisschen Geklimper unten drunter, so ein bisschen Musik, damit wir mal sehen, wie sich das Portfolio die letzten, ja, so 2,5 Monate entwickelt hat. Und dann gucken wir uns das nochmal zusammen an. Also viel Spaß bei der kleinen Zusammenstellung. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das möchte ich dann irgendwann mal nach 3 Monaten Wurzeln gemacht, nach 6 Monaten und dann nochmal fürs ganze Jahr, damit wir sehen, wie sich das Portfolio hier aufgebaut hat, wie sich das geändert hat, natürlich mit den Käufen und Sparplänen und was weiß ich was und natürlich mit den Kursen, weil das ist natürlich der Live-View an dem Tag, wo das gemacht wird. Das heißt, hier ist nicht der Wert der Einkaufspreise, sondern der aktuelle Wert mal die Anzahl der Anteile, die wir haben bei Portfolio Performance. Also im Moment immer noch meine größte Position ist Royal Dutch Shell. Ihr seht es, 13,95%. Im Moment hat es nur noch einen Wert, nur von 1.875 €, 157 und ein bisschen ein paar gequetschte Anteile. Dann haben wir Tanger, ist ganz krass zurückgekommen, 6 € im Moment, Stand, wo wir das jetzt machen. War sogar bei unter 6 € gestern und also es sind eigentlich so Kandidaten wirklich, also die Shell, die Tanger und die Gazprom sind wirklich Kandidaten, auch eigentlich alle, aber Imperial Brands, die Hochdividendentitel,
die sehr zurückgekommen sind, wo man echt gute Einstiegskurse jetzt hat, wenn man das haben möchte. Wie gesagt, ihr sitzt ja hier oben rechts, es ist ja keine Anlageberatung, es ist Entertainment only hier für euch. Ihr müsst selber entscheiden, was ihr mit eurer Kohle macht, wie ihr investiert, ob ihr investiert und so weiter. Ich würde gerne alle nachkaufen, aber wie gesagt, im Moment versuche ich ja, ihr seht, habt ihr vielleicht bei dieser Compilation gesehen, dass ich die Sachen hier versuche höher oder auszubauen und diese eigentlich auch noch bespare, aber dass das irgendwann mal wirklich so wie hier aussieht, dass alles mehr oder weniger gleich sein wird in allen Titeln. Wird natürlich nicht immer so möglich sein, weil wenn man halt ein Angebot hat, dann schlägt man da eventuell zu. Aber ich habe halt so ein bisschen Klumpenrisiko bei diesen Hochdividendentiteln im Moment. Nicht so wie Bernd von CoinRef, nochmal hallo hier. Der meinte, er hatte glaube ich zwischendurch 60 oder 70% Wirecard zu einem Zeitpunkt, was er zum Glück jetzt nicht mehr hat. Zum Glück, vielleicht ist er nicht der Meinung, aber er hat halt nicht mehr diese 70% oder 60% von Gastportfolio mit einem Titel. Mein höchster ist im Moment immer noch die Shell. Ich überlege wirklich, ob ich die Shell noch nachkaufen sollte, aber ich bin im Moment ein bisschen zwischen den zwei Titeln, zwischen Cisco und zwischen Shell, weil ich möchte eigentlich Cisco ausbauen, aber das wird sowieso noch gemacht. Aber bei der Shell ist es so, ich habe einfach einen extrem blöden, hohen Einstiegskurs. Ja. Ich habe, glaube ich, bei 26 Euro die ersten Sparpläne ausgeführt oder den ersten Kauf gemacht und bin jetzt irgendwie bei 23 Euro und schieße mich tot. Ja. Und das gefällt mir gar nicht, vor allem bei einem Kurs von knapp 11,50 Euro im Moment. Und deswegen bin ich noch ein bisschen am Hader, ob ich die Shell kaufen sollte. Ich habe jetzt, kann ich euch auch noch sagen, Geld noch überwiesen aufs Verrechnungskonto bei DEGIRO, weil ich habe bei die Shell, bei DEGIRO und bei der Consorsbank. Ich möchte das irgendwann mal zur Consorsbank rüberbringen. Aber da ich ja dann auch irgendwie Gebühren habe dafür, ich glaube es 10 oder 15 Euro werden es sein, denke ich mir auch, also ist jetzt nicht der Grund, warum ich es kaufen will, aber denke ich mir auch, okay, ich kann auch noch mehr Anteile holen und dann einfach mal einen größeren Batzen schicken, weil irgendwie 5 Aktien zu schicken, macht natürlich keinen Sinn. Wenn ich dann irgendwie 150 schicken sollte, ist ja schon ein Unterschied, ne? So, jetzt habe ich da ungefähr noch 750 Euro und Ende des Monats kommen nochmal 250 dazu oder am 23. oder 24. sowas. Das heißt, ich hätte so ungefähr 1000 Euro, mit denen ich da noch einkaufen könnte diesen Monat oder nächsten oder wann auch immer, wann ich kaufen werde. Im Moment muss ich sagen, bin ich echt entspannt, was den Kauf angeht. Ich habe das Geld da. Die letzten paar Mal, wo das Geld gekommen ist, habe ich eigentlich direkt am selben Tag, wo es auf dem Rechnungskonto war, ausgegeben oder nicht ausgegeben, investiert. Im Moment bin ich ein bisschen ruhiger damit, weil ich einfach noch wirklich die Preise abwarte. Ihr habt jetzt Corona-Update gesehen vorhin, die USA gehen ganz krass steil, wie die Rest von Europa natürlich auch. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele Aktien noch mal 10, 20, 25% vielleicht verlieren werden. Gestern, nachdem die US-Börsen aufgemacht haben, anders als ich gedacht habe, sind die Kurse doch noch mal ein bisschen angestiegen. Heute sind sie wieder ein bisschen runtergegangen. Ist halt dieser normale Zyklus, glaube ich. Jetzt sind wir so in diesem Wochenrhythmus, so hoch, runter, jeden Tag einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Ich hoffe mal, dass dieses Mal die Sparplanausführung am Freitag stattfindet und dass sie dann mal wirklich unten sind. Nicht so wie die letzten zwei Freitage, wo sie immer höher waren als den Donnerstag davor zum Beispiel. Ja, das ist halt die Überlegung. Ich habe halt diese 750 Euro noch, die ich entweder für Shell oder für Cisco ausgeben wollen würde. Jetzt ist aber auch die Überlegung, alle US-Aktien sind halt wirklich günstig, sollte ich mir vielleicht was anderes holen, sollte ich mir vielleicht Microsoft und Apple holen, aber dann ist es wieder, dann habe ich es wieder auf zwei Portfolios. Da ich ja hier die Sparpläne ausgesetzt habe und die ja doch ein bisschen zurückgekommen sind und ich glaube, dass sie noch weiter zurückkommen werden, wäre es vielleicht interessant, die zu holen. Ich weiß es nicht. Sparpläne werden ganz normal weiter ausgeführt, aber halt diese Einzelkäufe, da bin ich mir noch ein bisschen am Überlegen, wann ich da den Kauf tätigen soll und wann nicht. In Deutschland habe ich dann nochmal knapp 700 Euro auch nochmal, die ich ja zur Verfügung gestellt habe. In Deutschland habe ich dann nochmal 700 Euro, die jetzt pendant sind für die Allianz, für den Allianz-Nachkauf. Da hatte ich ja, habe ich ja gestern gesagt oder vorgestern, immer weiter runtergesetzt und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Allianz noch weiter rund geht. Moment ist sie, glaube ich, bei 126 und ein paar zerquetschte. Ich gehe mal kurz aufs Handy, schaue mal nach. Dann kann ich euch live, wenn wir das machen hier, die Allianz bei, ja, jetzt wieder bei 131,74. Ja.
Und mein EK ist im Moment 195,98, was viel zu viel ist. Deswegen warte ich auch da noch mit dem Kauf, weil es könnte wirklich sein, dass es da auch nochmal runtergeht. Ich habe es heute nochmal angepasst. Ich habe es jetzt wirklich auf, ja, nenne mich verrückt, aber auf knapp 99,50 € oder irgendwie sowas runtergesetzt. Dann könnte ich noch 7 Stück kaufen. Ja. Ob es so weit runtergeht, keine Ahnung, aber ich bin echt ruhiger geworden, muss ich sagen. Allein schon diese letzten 2-3 Wochen haben mich schon beruhigt, dass ich nicht direkt mein Geld investieren muss. Ich habe jetzt keine Angst, dass mir das wegrennt oder so. Und falls es wirklich dann so sein sollte, dass sie dann weit nach oben geht, dass das Tal jetzt erreicht ist, was ich nicht glaube, dann nutze ich sie einfach für Sparpläne, das Geld. Ja? Also ich muss da nicht auf Teufel komm raus irgendwas investieren, um das Geld zu investieren. Sparpläne laufen erstmal weiter und wie gesagt, wir müssen dann auch erstmal sehen, wie das aussehen wird mit den Gehaltskürzungen wegen Corona und wie wir es abfangen können. Mein gestriger Appell an Abonnenten ist irgendwie nach hinten losgegangen. Ich habe sogar 2 weniger jetzt. Also ich frage euch gar nicht mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, dann abonniert. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir jetzt auch Boogie. Was soll ich machen? Ich kann euch nicht dazu zwingen. Wenn euch der Inhalt nicht gefällt, dann ist es halt so. Kann mir auch einen Daumen runter geben. Wie gesagt, ich lasse euch immer die Wahl. Ich zwinge keinen zu irgendwas. Ich versuche einfach, das so attraktiv wie möglich zu machen hier. Und mehr kann ich auch nicht tun. Ansonsten, eine weitere Überlegung wäre dann wirklich, wenn die Einmalkäufe nicht durchgehen sollten, dass ich dann das Geld splitte unter diesen Titeln hier. Also nicht Lufthansa, Telefonica, sondern wirklich unter 3M, Unilever, Coca-Cola, AT&T, so die Werte, die ich unten habe, und damit ich die wirklich ein bisschen schneller ausbauen kann, einfach die Sparplansumme dort erhöhe von 25 auf 50 Euro und das einfach mal schauen, wie das geht. Aber es kommt halt wirklich drauf an. Es hängt jetzt erstens davon ab, wie die Allianz zurückkommt oder wie weit sie noch fällt oder grundsätzlich die Kurse wieder noch fallen. Und dann muss ich schauen, ob ich wirklich die Shell noch kaufe, damit ich meine EK runterkriege von diesen 23 Euro auf unter 20 Euro oder vielleicht nur unter 19 Euro, weiß ich nicht. Oder halt die Cisco, damit ich die ausbaue. Das Gute wäre, wenn ich jetzt einmal Cisco kaufen würde, würde ich, ihr seht es jetzt hier, bin ich bei 20 Stück zu 31 Euro. Die könnte ich jetzt auch noch vergünstigen sozusagen. Und wenn ich da jetzt nochmal 700 Euro reinhaue, dann bin ich schon über 1000 Euro. Eigentlich 1500 Euro, die ich eingezahlt habe. Und das wird dann irgendwann zurückkommen, dann wäre ich dann so bei 45 oder 50 Stück Cisco und das wäre dann eigentlich genug. Das heißt, nächsten Monat könnte ich da schon das Geld, was ich für Cisco eingeplant habe, auf neuen Titel nehmen oder halt dann irgendwas anderes kaufen, die Danaher noch ausbauen. Ihr seht es, im Moment ist das, man ist so ein bisschen im Schlaraffenland oder im Süßigkeitenladen als kleiner Fünfjähriger und weiß nicht, was man zuerst essen soll oder was man sich in die Tüte packen soll. So sieht es aus im Moment. Ich wäre eigentlich auch irgendwie froh, wenn ich sagen würde, okay, ich habe jetzt meinen Pulver schon verschossen. Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal diese 1500 Euro ungefähr über oder die auf dem Verrechnungskonto liegen oder auf den Verrechnungskonten liegen, die ich einsetzen könnte. Habe aber nicht irgendwie wirklich den Drang oder den Zwang, das zu machen. Ich werde immer ruhiger, muss ich sagen. Die Kurse sind, wie die Kurse sind und das Vermögen wächst oder die Anteile an allen Firmen wachsen und irgendwann wird es sowieso nach oben gehen. Ja, das ist halt so. So. Das war's gewesen. Heute wieder ein bisschen längeres Video, aber ich nutze auch die Videos jetzt so ein bisschen, um halt mit euch zu chatten. Das finde ich nämlich wirklich sehr cool. Warum ich keinen Livestream mache, ist, weil ich einfach noch immer hier hin und her editieren muss ein bisschen, damit das schön aussieht, weil ich finde das nicht so attraktiv, wenn ich irgendwo dazwischen irgendwie suche und sich was. Das versuche ich immer alles rauszuschneiden. Und so kann ich mich dann auf euch konzentrieren. Aber wenn ich jetzt reden müsste und dann noch Livestream gucke, was die Leute schreiben, dann ist es so ein bisschen ablenkend. So ist das Video, das läuft. Und ich kann mich ganz auf den Chat bei euch konzentrieren, oder der Chat ist auf der Seite hier bei euch. Ich kann mich da konzentrieren und wir können miteinander reden. Und die Videos werde ich jetzt auch eher so um die Abendzeit posten, auch wenn ich sie jetzt so gegen 4 Uhr aufnehme oder 5 Uhr jetzt sind mittlerweile, damit mal einfach mehr Leute sind, die sich untereinander unterhalten können. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abo wisst ihr, macht was ihr wollt. Und seid vorsichtig, bleibt gesund. Wenn ihr ein bisschen mehr Drohnenaufnahmen haben wollt, dann kann ich auch ein bisschen was anderes filmen. Ich kann ein bisschen hier rumfliegen bei mir in der Gegend, da wo es natürlich möglich ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Ne? Höhe und auf Sicht und weiß ich was alles. Aber mittlerweile fliege ich seit, glaube ich, 8 Jahren oder so. Das ist meine 4. Drohne. Nicht, dass sie alle kaputt gegangen sind. Ich habe einfach immer upgraded. Und man kann so ein paar schöne Sachen ausprobieren und machen. Aber ja, schreibt es einfach unten runter, kommentiert es im Chat vielleicht und ja, wir sehen uns morgen dann wieder beim nächsten Video. Also, schönen Tag noch, ciao, tschüss.